Wer als Tourist nach Potsdam kommt und den Parc Sanssouci besucht, sollte nicht versäumen, einen Abstecher zum Ruinenberg zu unternehmen. Diese von altem Baumbestand umgebene Anhöhe befindet sich gegenüber vom Schloss Sanssouci und ist 75 Meter hoch. Hallo und guten Tag, folgen Sie mir auf den Ruinenberg. Die Geschichte vom Ruinenberg geht zurück in das Jahr 1748. Bis dahin diente das Gelände in Potsdam dem Preußenkönigin als Jagdgebiet für Rebhühner und Fasane. Friedrich der Große wünschte sich unterhalb der Weinbergterrassen zum Schloss Sanssouci einen großen Brunnen mit einer hohen Wasserfontäne. Für dieses aufwendige Vorhaben wurde auf dem Ruinenberg im Parc Sanssouci ein Wasserrundbecken erbaut. Friedrich der Große ließ durch den Baumeister Georg Wenzelslaus von Knobelsdorf und den Theatermaler Innocente Bellavite diese Becken künstlerisch bebauen und gestalten. Dazu gehörten künstliche Ruinen, römische Säulen, ein Rundtempel sowie die Wand eines römischen Theaters. Diese antiken Ruinen gaben dem Ruinenberg in Potsdam seinen Namen. Unmittelbar bei den antiken Ruinen befindet sich der normannische Turm, von dem aus Sie einen wunderbaren Blick über Potsdam bis hin nach Werder haben. Das Wasser für das große Rundbecken wurde und wird noch heute aus dem Maschinenhaus in der Havelbucht gepumpt. Dieses Maschinenhaus ist eingebettet in einer Moschee. Hat Ihnen dieser kleine Ausflug gefallen? Dann freue ich mich über ein Like von Ihnen, auch einen Kommentar. Wenn Sie keine aktuellen Videos mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie unterhalb des Videos meinen Sofort informiert, wenn neue Videos hochgeladen wurden. Was möchten Sie als nächstes sehen? Klicken Sie auf einen der Wegweiser und Sie gelangen zur Sehenswürdigkeit oder Stadt Ihrer Wahl. Für heute sage ich Tschüss. Bleiben Sie immer schön neugierig und vor allen Dingen reiselustig.